So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir brauchen, glaube ich, noch ein paar mehr Tainted Charaktere, weil... Bei Tainted Eden haben wir noch gar nichts geschafft. Aber ich will eigentlich erstmal alle Tainted Charaktere haben, bevor ich mit denen so das große Ding mache. Eve. Wir haben noch keine Tainted Eve. Glaube ich zumindest. Soll ich zur Sicherheit gleich nochmal... Ups. Wollte ich eigentlich nicht... Soll ich zur Sicherheit gleich nochmal nachgucken? Dass wir die noch nicht haben? Weil dann ist das heute unser Goal. Nee, Tainted Eve fehlt noch. Muss ich erstmal wieder ans Isaac-Spielen gewöhnen. Ich habe jetzt die letzten Tage gar nicht gespielt. Aber dafür habe ich viele andere Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich mir vor dem Video hier ein Video angeguckt, in dem es darum ging, wie Mario-Spiele zensiert wurden im Laufe der Zeit. Und es ist unglaublich, wie viel Alkohol da zensiert wurde. Und Leute, ihr wisst, ich bin kein Fan von Alkohol. Im Gegenteil, ich finde es ziemlich dämlich, wenn Leute als einziges Hobby Alkohol haben und wenn man wirklich ständig irgendwas trinken muss. Ich weiß nicht, es gibt so Leute, die nutzen das auch so ein bisschen als Vorwand und egal, was sie mit Leuten unternehmen, es ist immer Alkohol dabei. Und Leute, da gibt es überhaupt fast kein anderes Thema, wenn die miteinander reden, als Alkohol. Und das finde ich dämlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Shit. Ah, gut, hat doch noch funktioniert. Ich wollte nämlich das Ding sprengen und ich hatte keine Bombe. So. Also ich frage, warum ich die Satanistenbibel noch nicht benutzt habe. Die hebe ich mir auf für nach dem Bossfight. Weil wenn wir die auf einer Ebene benutzen, dann dürfen wir das Boss-Item nur gegen Lebensbezahlung, also wie bei einem Devil-Deal, auslösen. Wenn wir es allerdings uns aufheben bis nach dem Bossfight, kriegen wir das Item und kriegen das schwarze Herz auch so. Da diese Ebene hier die Aufladung sowieso nicht mehr voll kriegt ein zweites Mal, im Gegenteil, kaum auflädt, habe ich mir gedacht, ist egal, nehmen wir das Boss-Item und die zwei Aufladungen, die wir damit raushauen würden durch die Räume, die sind jetzt mal egal. So, und wir holen uns jetzt mal den Dead Burials, weil sonst dauert das hier ewig. So, jetzt können wir nämlich die Bibel benutzen und gehen runter. Ich hätte gerne Bomben. Oh, wir haben den Emperor. Könnten wir jetzt direkt zum Boss springen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir machen... Ja, ich glaube, das machen wir. Wir machen jetzt direkt den Boss. Weil dann müssen wir wieder nicht mit der Satanistenbibel für den Rest der Ebene bezahlen. Also, beziehungsweise, bis wir die Aufladung voll haben, haben wir das Boss-Item schon. Das war knapp. Aber gut, bei Eve ist das halt immer so eine Sache, ne? Wenn es uns trifft, dann kriegen wir halt den Dead Bird. Und der macht ja auch nicht gerade schlecht Schaden. In der Situation sind wir jetzt. So, Magic Scap. Ach, Satan will uns nicht mal einen Deal raushauen. Aber Guppy's Head. Den nehmen wir auf jeden Fall, aber ich möchte bei der Bibel bleiben.
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt bei Satan. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja immer noch einen Angel-Deal kriegen können. Wir haben immer noch keine Bomben. Das ist sogar ein Spacebar-Item, ne? Sehr dämlich. So, die halten eh nichts mehr aus. Ja, Gott, das war dumm von mir. Dass ich mich da abtreffen lassen. Aber ist jetzt egal, weil spätestens der Dead Bird übernimmt jetzt alles. Und ich habe mich nochmal treffen lassen. Nicht gut. Ich muss auch dran denken, dass ich, bevor ich im Bossraum rausgehe, dass ich auf jeden Fall das Trinket liegen lasse. Ready Fly nehmen wir. Hier wäre der Shop. Mein Gott, ich spiele gerade aber auch furchtbar schlecht, weil ich nicht ausweiche. Leute, ausweichen. Essentielles Mittel. Solltet ihr auch machen. Sollte ich auch mal probieren. Hab gehört, soll eigentlich ganz cool sein, wenn man ausweichen kann. So. Ab nach unten. Das ärgert mich so, dass wir keine einzige Bombe besitzen. Ich hätte erst die Spinne aus dem Weg schaffen sollen. Und ich habe das Trinket wieder nicht liegen gelassen. Ah! Jetzt haben wir eine Bombe. Die ist ab und noch eine Pretty Fly. Also für Milliardtechnisch ist das echt gut. Shot Speed Down, Luck Up, kann ich mit leben. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich. Problem ist, wir kommen jetzt langsam in die Bereiche, in denen unsere Satanistenbibel vor dem Bossraum eingesetzt werden sollte. Außer wir haben Glück und finden ihn recht schnell. Oh. Eden's Blessing. Wir bräuchten halt mal einen Damage-Up. Damage ist etwas, was wir derzeit nicht besitzen. Ja, jetzt haben wir nämlich einen Charged Key gekriegt, jetzt müssen wir es einsetzen. Dann ist das Boss-Item halt etwas, was wir uns nachträglich dann mit Lebensenergie kaufen. Ist ja auch okay. Okay, der hat sich einfach an den Stacheln gekillt. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Dann kriegen wir sogar gleich eine Bombe, dass wir an die Kiste ran können. Für einen Range-Up. Oh, ich will noch eine Bombe. Aber ich will ihn auch bezahlen. Weil das ist unser freundlicher Energiebettler. Oder Paperclip. Man muss für Goldkisten nicht mehr bezahlen. Wir punkten gerade echt durch unser Tiers ab.
Aber nicht durch unseren Damage. Okay. Schwarzes Herz verloren, aber ist in Ordnung. Oh. Spirit Heart wieder rausgeholt. Ihm die 2 Cent geben. Wieder ein bisschen Aufladung gekriegt. Ist halt echt gut. Wir laden uns hier permanent wieder ein bisschen auf. Also auch wenn wir jetzt fürs Item bezahlen müssen, das, was wir an schwarzen Herzen gut gemacht haben in dieser Ebene, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Gut, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Aber gut, die sind alle ein bisschen angeschlagen. Habe ich alle schon mal getroffen, außer den da. War wohl auch schon mal leicht angeschlagen. Hebe ich mir auf. Falls ihr euch fragt, warum ich die aufhebe, die mache ich dann mit dem Paperclip auf. Dann verbrauchen wir keinen Schlüssel. Dass wir gerade den Schrumpfpilz haben, finde ich lustig. Ich überlege gerade, ihn tatsächlich mit einer Bombe zu machen. Weil ohne finde ich ihn ziemlich anstrengend. Oh, noch ein Buch. Ja, ich mach's tatsächlich. Monster Manual. Einfach aus dem Grund, dass ich das Dings haben möchte. Die Double Vision. Und dass ich unsere roten Herzen langsam... Ne Quatsch, die Liberty Cap wollte ich ja loswerden erstmal. Dass ich unsere roten Herzen mal langsam runterbringen möchte. Weil schwarze Herzen sind viel cooler. Besonders, wenn man sie verliert. Dann tut es nämlich auch weh. Nämlich allen anderen. So, wo war unser Paperclip? Ach, der war im Dingsraum, ne? Bezahl den weiter. So. Jetzt hat er ausgedient. Mehr hätte er nicht mehr geschafft. Wir haben ja ganz gut an ihm gewonnen. Außerdem gibt es, glaube ich, ein Achievement, wenn man 50 von denen gesprengt hat. Oh, eine Donation Machine. Das finde ich jetzt tatsächlich sehr hilfreich. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt unseren Fluch aktivieren können. Table Blutbank. Brauche ich jetzt nicht. Aber den aktivierten Fluch finde ich super. Weil jetzt haben wir unseren schönen Shotspeed mit 9 Damage. Balls of Steel, richtig gut. Ach, wir haben wieder keine Bomben. Ah, die kommen wieder. Ich überlege gerade, ob ich mich hätte treffen lassen sollen, um den Raum einfach möglichst schnell zu beenden, weil hier sind ja recht viele Gegner, da hätte es sich vielleicht sogar gelohnt, ein schwarzes Herz für zu verballern. Auf der anderen Seite, jedes gesparte Herz ist ein gutes Herz. Genauso wie der gesparte Schlüssel ein guter Schlüssel ist.
Okay, das Book of Secrets und wir sind der Bookworm. Ein Bücherwurm sind wir. Genau das, was wir schon... Oh Gott, ich hab den Curse wieder... wieder deaktiviert. Schade. Ja, mit dem goldenen Schlüssel können wir das alles einfach öffnen. Das ist einfach so gut. Also unser Tiers-Up ist echt heftig. Also ich frage, warum ich jetzt ehrlich nochmal den ganzen Weg zurückgehe. Blutbank. Und hier gehe ich auch rein. Einfach weil ich hoffe, dass ich noch ein Guppy-Item finde. Oder den Engel. Na komm, nimm mal mit. Ach, ich habe ja gar keine Bombe für dich. Entschuldigung. Ist mir jetzt aber peinlich. Schon wieder bei ihm vor der Tür gestanden. Ich habe eigentlich echt gehofft, wir kriegen jetzt ein Guppy-Item. Irgendwie Guppy's Tail oder so. Ich habe leider das Geld, aber keine Schlüssel. Keine Bomben. Und kann nicht fliegen. Das ist sowas, was uns noch fehlt. Die Fähigkeit zu fliegen. Wir haben ihn geschrumpft. Dieser alte Film, Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft. Oder ich habe die Kinder geschrumpft. Furchtbarer Film, oder? Zumindest so war... Was hat die Experimental Pill jetzt außer, dass unsere Tränen noch langsamer fliegen, uns gebracht? Ich glaube gar nichts. So, wer ist es? Okay, Gert. Gertrude. Das machen wir. Könnte Gertie tatsächlich der Spitzname für Gertrude sein? Also, Gertrude. Noch ein Buch. Warum kriegen wir so viele Bücher? Ja, ich mach's. Ja gut, fliegen können wir sowieso nicht, ne? Aber da hinten ist noch ein Boss-Trap, in den wir nur reinkommen, wenn wir gerade nur ein rotes Herz haben. Und das haben wir. Ich hoffe darauf, dass wir dort noch ein paar Bomben kriegen oder die Fähigkeit zu fliegen alternativ. Zählt trotzdem nicht, okay. Ach stimmt, das haben die ja geändert. Das funktioniert ja nicht mehr, wenn man ein rotes Herz und ganz viele Spirit Hearts hat, sondern wirklich nur ein Herz. Was ich auch als eine der dämlichsten Änderungen empfinde, weil, sagen wir mal ehrlich. Oh, jetzt sind wir auf einer XL-Ebene. Macht das tatsächlich. Ah, da ist unser Shotspeed wieder ein bisschen höher gegangen. Stimmt, ich hätte mir die eine Bombe aber eigentlich aufsparen müssen. Weil wir müssen noch den Teleport aus dem Raum rauskriegen. Muss man eigentlich fürs Polaroid und negativ auch mit der Satanistenbibel bezahlen, wenn man sie aktiviert hat? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Und ich finde immer noch, der Engel hätte uns ruhig ein Item geben können, mit dem wir fliegen können. Hätte uns auf der letzten Ebene so viel gebracht. Und auf dieser hier auch. Wir hätten die Bombe... Na, die Bombe hätten wir nicht gespart, aber wir hätten zwei Schlüssel gespart. Ich will meinen Fluch zurück.
Gib mir eine Spielhalle mit einer Blood Donation Machine. Lasst mich in Ruhe, ihr Flöhe. Toter Vogel, mach was. Eigentlich möchte ich schon gerne in den Cursed Room rein. Offensichtlich aus guten Gründen. Das hat sich nicht mal gelohnt. Müssen auch auf die Schädel achten. Habe ich bisher noch gar nicht. Ob da der dabei ist, den wir brauchen. Müssen wir uns dann merken und wahrscheinlich im Shop eine Bombe kaufen. Außer wir haben Glück und es droppt mal eine. Okay. Auf die müssen wir jetzt mit unserem Leben aufpassen. Und da ist der Schädel, den wir brauchen. Perfekt. It's all coming together. Und da ist sogar noch eine Bombe. Und Poop. Mein Gott, wir haben jetzt gerade echt kein Glück, ne? Also was unsere Items angeht, leider echt Pech. Die meisten davon waren leider Spacebar-Items. Jetzt hätten wir das Trinket Stop gebraucht. Bei dem dann einfach keine aktiven Items mehr erscheinen können. Das ist für solche Runs immer das Beste, wenn man tatsächlich blocken kann, dass aktive Items kommen. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn wir etwas im aktuellen Zustand nicht brauchen, sind es aktive Items. Wenn ich keinen Piercing-Shot habe, hasse ich es, mit denen zu kämpfen, weil dadurch, dass es halt mehrere sind, muss man da gucken, dass man hinter die kommt. Oh. Ja, Dead Bird hätte das von Anfang an machen können. Egal, ich mach. Ich will eh wieder mit schwarzen Herzen auf. So. Hier wenigstens was Gutes drin. Wieder die Aug-Äpfel. Warum nicht? Hatte ich das eigentlich gesagt, dass mir in den Kommentaren geschrieben wurde, es ist lustig, dass wir mit Kain Abel aufgesammelt haben, weil Kain ja Abel umgebracht hat. Ich fand es aber viel lustiger, dass wir als Kain, der ja sein Auge verloren hat, als Zeichen des Bösen in seinem Gesicht, wird das ja immer so dargestellt, dafür, dass er eben seinen Bruder umgebracht hat. Und dass wir dann mit ausgerechnet ebenso viele Augen hatten. Fand ich viel lustiger. Und wer sich jetzt fragt, was der ganze Mist bedeutet, Bibelkram. Alles einfach Bibelkram. Charaktere hier stammen ja alle aus der Bibel. So, wir fahren hier mal mit. Für nichts. Außer eine Aufladung für die Satanistenbibel, was dann doch wieder cool ist.
Für die Ebene unendliche Bomben. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass hier jetzt Dings drin sitzt. Super Greed. Aber macht er gar nicht. Was du warst noch eine Pretty Fly. Du hast das Ace of Diamonds. Nee, das will ich nicht. Du bist eine gute Maschine. Equality? Weiß ich gerade gar nicht, was Equality macht. High Priestess, ja, ist okay. Komm, gib mir noch ein Trinket. Gib mir Cancer. I'll be back. Und das gibt mir Cancer, habt ihr bestimmt auch nicht gehört, seit der einen South Park-Folge, wo alle auf ihrem Sack hüpfen. Weil sie alle das medizinische Marihuana haben wollen. Ohne unseren Fluch machen wir halt einfach so wenig Schaden. Wir haben nicht mal den Bossraum gefunden bisher. Oder den Geheimraum haben wir auch nicht gefunden. Könnten wir eigentlich nochmal suchen. Ich bin mir ziemlich sicher, er ist hier drüben. Da gibt es nochmal mehr Geld. Damit könnten wir eigentlich nochmal an die Maschine dran, ne? Ehrlich, mit so viel Geld. Ich hoffe halt wirklich auf Cancer oder sowas oder das Curved Horn. Das sind halt so die beiden Sachen, die ich persönlich als meine Lieblingstrinkets, glaube ich, auserkoren habe. Habt ihr auch ein Lieblingstrinket? Wir haben drei Glück. Das ist auch okay. Wenn nichts anderes kommt, nehmen wir das mit. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn sich unsere Schussgeschwindigkeit verdoppelt hätte, wäre auch geil. Oh Gott. Für das Geld! So, erstmal die unangenehmen Gegner besiegen. Und jetzt die Spawner. Spawner sind zwar auch unangenehm, aber machbar. Aber klar, alles ist machbar. Wir nehmen uns nach dem Bossraum auf jeden Fall das Negativ. Das stimmt, hier. Wir kriegen ja sowieso nochmal einen Deal. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also kein Deal, aber. Ja, hier, Gimpy, Street Suffering, nehmen wir. Guys.
Mom, es ist eine furchtbare Nacht, um einen Fluch zu haben, aber eine super, um dich zu bekämpfen. Da wurden wir einmal getroffen, ist aber vollkommen legitim. Aber unser Damage ist gar nicht so hoch, merke ich. Also da hätten wir echt noch ein Curved Horn oder irgendwas gebraucht. Beim Damage von 5 ist leider echt eigentlich relativ niedrig. Und wir kriegen nicht mal einen Deal, das ist das Schlimmste. Dann nehmen wir uns das Negativ. Versuche jetzt nochmal das Buch ein bisschen voll zu kriegen. Gleich doppelte Patschehähnchen. Ich meine, wir kriegen ja noch ein. Oh Gott, ich habe hier eine doofe Situation gebracht. Wir haben ja sowieso noch eine Ebene. In der Ebene finden wir noch einen Shop. Und wir finden noch einen Bossraum. Nicht einen Bossraum, ein Item Room. Einen Bossraum finden wir da auch. Mit etwas Glück kriegen wir da nochmal was Gutes raus. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil für den nächsten Shop. Ich hoffe so ein bisschen drauf, wir kriegen das Champions Belt. Den Champions Belt. Ach, ich gebe das Ding hier ab und verliere auch seinen Effekt. Ich dachte, das ist einfach nur so bildhaft. Aber nee, das Negativ verlieren wir hier tatsächlich. Well, shit. Au. Ja, Dead Bird, du übernimmst das. Ich will mit denen nicht mehr kämpfen, die waren gemein zu mir. Ich verliere hier viel zu viel Leben. Und ich finde es nicht gut, dass ich es nicht sehe. Ah, ist wieder ein schwarzes Herz gewesen. Habe ich auch nicht. Ich muss mal meinen Rollladen runter machen. Tut mir leid. In den dunklen Gebieten. Mein Bildschirm ist so arg dunkel. Ich sehe es einfach nicht. Ja, jetzt sehe ich zumindest mal was. Getroffen werde ich trotzdem noch zuhauf, aber ich sehe immerhin. Boah, diese Viecher sind so furchtbar. So, Shop, bitte hab was Gutes. Ja. Rechnung mit dir stand ja noch aus, ne? Kann ich jetzt nur hoffen, dass ich nochmal so eine Maschine finde, in die ich mein ganzes Geld reinwerfen kann. Oder alternativ einen Bettler. Wobei der Bettler natürlich auch nicht so mega geil ist. Wir hatten den Item. Hatten wir den Item Room? Ne, den hatten wir noch nicht. Das heißt, den müssen wir zuerst holen, leider. Was, so ein Aufladungsbettler? Der wäre jetzt gut.
Okay, wenn er mich nur festhalten kann, dann hat er verloren. Noch mehr Glück, ja, es hat uns bloß bisher nichts gebracht. Ich verstecke mich hinter Steinen. Oh Gott, er teilt sie nochmal. So, komm her. Ein Charged Key hätte jetzt auch nicht wehgetan, ne? Ich bloß mal sagen. Das Ding hört sich natürlich auch nie auf zu drehen. Haben wir noch schwarze Herzen oder habe ich sie inzwischen alle verloren? Weiß es ehrlich nicht. Ist das das, was unsere Items auf jeder Ebene ändert? Machen wir. So. Balls of Steel, halleluja. Ja, ich habe das jetzt einfach gemacht, weil unsere Items waren... Wir hatten so einen schlechten Pool, dass ich einfach sagen muss, dann nehme ich lieber einen kompletten Reroll. Zu Diamonds, naja, bleib ich bei der Bibel. Hätte ich vielleicht das andere nehmen sollen. Da haben wir noch ganz gut Leben. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich froh drum, dass wir da noch ein bisschen was haben. Wenn auch nicht viel. Und ständig weniger. Das finde ich ein doofes Item. Also eine doofe Art zu schießen. Die gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Aber an sich ist ja wurscht. Ist nur für die eine Ebene. Und das ist noch keine von den langen Ebenen. Also besser es kommt jetzt, als dass es bei Dogma kommt. Das Greasy Tier Sub hatten wir schon mal, aber gut, ist ja jetzt alles gerollt, das heißt, stimmt, es war ja eine XXL-Ebene. Also eventuell doch eine längere. Turret Fly, tu was. Wir haben den toten Vogel nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. So. Das ist wirklich anstrengend, gerade mit dem Zielschuss.
Vor allen Dingen finde ich es ein bisschen anstrengend, dass es hier so linear ist. Das bedeutet, wir haben keine Möglichkeit, irgendwie abzukürzen. Haben wir einfach nicht. Der linearste aller Wege. Ja, okay. Nehme ich. Einfach damit es aufhört. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen zwischenzeitlich mal Guppy-Items und verwandeln uns einfach in Guppy. Das wäre, glaube ich, das Beste, was uns passieren könnte. Weil mit solchen ständigen Rerolls ist ja die Chance, dass man Transformationen kriegt, eigentlich ganz gut. Oh, bitte mach, dass die Ebene endet. Ich habe keinen Bock mehr auf die Art zu schießen. Das nehme ich. Unser Schaden ist zwar immer noch mehr als moderat, aber wir haben immerhin ganz gute Tiers. Ich glaube gar nicht, wie egal mir diese Todesliste ist. Ich will durchkommen und möglichst wenig dabei auf die Schnauze kriegen. Gut, hier ist die Todesliste relativ einfach einzuhalten. Nee, das Trinket will ich gar nicht. Ring mich weiter hoch. Stimmt, wir haben jetzt wieder ein anderes Itemset. Schade, das hätte ich gern behalten. Ah, ja, ich hätte nach oben flüchten sollen. Jedes Mal, wenn ich das höre, finde ich die Mutter etwas verrückter. Ich meine, klar, war eine doofe Situation, aber dass sie sich dann so in ihrem Glauben verliert. Also so extrem, das ist halt schon heftig. Bist du denn? Oh, wir können fliegen, sehe ich gerade. The Moon bringt uns in den Geheimraum. Gibt es hier noch Geheimräume? Nein, offenbar gibt es sie nicht und wir haben unser Schlüsselstück nicht mehr. Und der nächste Reroll. Wie sind wir jetzt? Oh, wir haben jetzt das heilige Wasser. Das ja tatsächlich gut geworden ist. Das habe ich übrigens das eine Mal verwechselt. Die Milch mit dem heiligen Wasser. Oh, wir können nicht mehr fliegen. Aber jetzt haben wir endlich mal einen anständigen Damage. Musste kurz gucken, ob wir unseren Crack Key noch haben. Weil hätte ich den jetzt vergessen, hätte ich mich geärgert. Oh, Explosive Diarrhea. Und unser Männchen hat sich verändert. Oh. Da investieren wir. Wir haben immer noch 3 Glück, wollte ich bloß mal gesagt haben. Aber es sieht der Automat wohl anders. Komm schon.
Eve braucht ein neues Paar Trinkets. Und halt auch alles keine guten Trinkets. Offenbar kein Curved Horn für mich. Und auch kein Balls of Steel. Kein Cancer. Oh, jetzt haben wir wieder wenig Leben. Aber wir können dafür wenig Angriff. Jetzt können wir aber wieder fliegen dafür. Und wir haben den Leech. Muss der Leech halt mehr arbeiten. Kommst du nicht rein? Ach, das ist der ganze Zeit so ein Mini-Boss, den ich bekämpfe. Und ich wundere mich, warum der nicht platzt. Wenn es ein Mini-Boss war, klar, dass er nicht platzt. Jetzt hat er mich sogar noch treffen lassen. Barb. Oh, das ist gut, da kriegen wir die Balls of Steel wieder, können wir sie gleich nochmal einsetzen. Robot Baby macht. Brauchen wir uns gar nicht in Gefahr begeben. Trotzdem unser Leben. Los, Leech. Marit. Bin mal gespannt, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Itemset dann bei Dogma haben. Ich würde sagen, wir haben ein furchtbar schlechtes. Aber wir haben unseren Crack Key. Das ist die Hauptsache für mich. Einen guten Eve-Run kriege ich bestimmt nochmal hin. Ihr wisst, ich mag Eve als Charakter eigentlich sehr gerne. Sie zählt zu meinen Lieblingscharakteren. Wir hatten jetzt halt in diesem Run extrem Pech und sind trotzdem hier. Also muss man auch sagen, ne? Wir hatten Pech und wir sind trotzdem bei Dogma. Also fast. Sind wir jetzt im Basement 1? Ja, nächste Ebene ist Dogma. Also jetzt. Okay, wir können fliegen. Och nein. Es ist wieder da. Ancient Recall lässt uns drei Karten ziehen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Oh, sie hat coole Haare. Ja, oh bitte, ja. Oh. Okay. Es ist immer noch das. Aber es ist jetzt mit... Mit Dings. Mit Messern. Messer machen alles besser. Reimt sich und was sich reimt, ist gut. Benutzt man den Ancient Recall. The Sun, the Fool, the Tower. The Tower benutze ich jetzt auf der Stelle. Und die Sun hebe ich mir auf. Oh.
Aha, bevor wir Schaden genommen haben. So, jetzt muss ich... Jetzt wird's kompliziert. Erzähl nicht so einen Schwachsinn in deiner Predigt. Also klar, man sollte nicht zu gierig sein, aber man sollte sich auch nicht darauf verlassen, dass jetzt alles, was man macht, falsch ist. Und vor allen Dingen nicht alles, was Spaß macht, ist falsch. Zum Beispiel so ein Wolfbald-LP-Video gucken, kann ich euch sagen, ist keine Sünde. Im Gegenteil, ich bin mir sicher, gäbe es im Himmel YouTube und gäbe es einen Himmel, Gott würde selber hier zuschauen. Und ganz ehrlich, solche Prediger sind, glaube ich, die eine Gottheit wirklich am meisten hassen würde. Ich habe ein Messer und ich habe keine Angst, es zu benutzen. Au. Problem ist halt, dass ich mein Messer gerade nicht getimed werfen kann. Das ist ein ganz großes Problem, weil wenn ich mein Messer getimed werfen könnte, wäre das alles irgendwie ein bisschen einfacher. Zum Glück gute Familias, die viele Tränen abwehren, aber leider nicht alle. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Obwohl die Sissy Longlegs unten gerade eine Spinnenarmee spawnt. Was wirklich spitzenmäßig ist, weil diese Spinnenarmee da unten, die vervielfältigt sich halt bis zur Mauer. Wenn sie sich genug vervielfältigt hat, dann wird's lustig. Ich hab's nicht mehr hochgeschafft. Ich bin auch nicht sonderlich schnell. Oh Gott. Sun. Sohn, hilf mir. Krieg haben wir ja gerade. Tod wird absolut unlustig, sag ich euch. Ja, und wir haben nur noch 2 Leben, das schaffen wir nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht ideal ausgewichen, aber trotzdem. Oh Gott. Habe ich ihn? Jetzt muss ich darauf hoffen, dass wir genug Spinnen haben. Haben wir, glaube ich, nicht.
ein. Lock mich nicht nach unten. Waren wir nicht eigentlich rechts? Warum tauchst du wieder links vor mir auf? Also sie sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, oder kommst du? Ja! Okay, der konstante Messerbeschuss und die Spinnen im Boden scheinen ihr ordentlich zuzusetzen. Wir haben sie! Mit einem Herz übrig! He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body. His shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so, Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Tja, wir haben erneut das Ende gesehen, wir haben den Cracked Orb und wir haben jetzt tatsächlich eine Eve, eine Emo-Eve. Aber es fehlen noch ein paar Charaktere, mit denen wir das machen müssen. Gut, Leute, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, war ein langer Part und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit The Binding of Isaac. Bis dann, euer Wolf.